Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Johann Wolfgang von Goethe, der westöstliche Divan, erschienen 1819, erweitert 1827. Seit 2001 ist diese Gedichtsammlung Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Goethes Werk, der westöstliche Divan, besteht aus 12 Büchern und alle tragen im Titel das Wort Name, was Persischbrief, Liebesbrief, Buch bedeutet. Eben 12 Bücher. Begonnen hat Goethe im Alter von 65 Jahren, 1814, mit der Abfassung dieser Gedichte. Und der Hintergrund war, dass er Hafis gelesen hatte, und zwar in einer Übersetzung von Josef von Hammer-Purgstall, die kurz zuvor herausgekommen war. Das ist die Zeit, wo Europa und gerade auch in Deutschland eine große Übersetzertätigkeit einsetzt. Darauf wollen wir das nächste Mal in der Zeichensetzung eingehen. Goethe las diese Gedichte und war begeistert. Und das andere ist, dass er einer jungen Frau von 30 Jahren begegnete, 1814, mit der er bis 1815 eine Liebesbeziehung einging. Sie sahen sich zum letzten Mal im September 1815. Marianne, Verheiratete von Willemer. Und sie haben aber bis zu Goethes Tod einen Briefwechsel zwischen ihnen eingerichtet, der einen großen Gedankenaustausch zwischen diesen beiden Menschen bezeugt. Marianne hat 3 Gedichte geschrieben, die in diesen westöstlichen Divan eingegangen ist. Sie ist die einzige Mitautorin, die Goethe neben sich geduldet hat. Diese 3 Gedichte sind Hoch beglückt in deiner Liebe, Was bedeutet die Bewegung und Ach um deine feuchten Schwingen. Das ist erst nach ihrem Tod bekannt geworden. Sie ist 1860 gestorben und kurz vor ihrem Tod hat sie das dem Sohn von Wilhelm Grimm, Hermann Grimm, gebeichtet. Goethe hat sich als Zwilling von Hafis verstanden. Er sah 2 gleichberechtigte Autoren, die sich in ihren Werken begegneten, 2 Genies, Ost und West, die auch unterschiedlichen Religionen angehörten, aber beide Kritiker der Orthodoxie waren, einer Lehre, die eben in Europa von der Kirche, im Orient von den verschiedenen islamischen Schulen sehr orthodox vertreten wurde, sehr streng ausgelegt wurde. Und sie beide, Hafis und Goethe, wendeten sich gegen diese rigide Richtung der Religion. Die einzige Religion, die sie anerkannten, war die Religion der Liebe, die vom Irdischen ins Himmlische, ins Transzendental-Metaphysische gesteigert bei ihnen erscheint. Beide hatten diese eine große poetische Botschaft, nämlich des Henkaipan, das Ein und Allen, das Alles Einen. Was bedeutete das? Der Eine in allem erschien und das alles auf den Einen hinwies, dass dieser eine Gott erschien in der Welt der Erscheinungen, ein Begriff, den Kant zu dieser Zeit, in der Goethe schrieb, geprägt hatte, dass Gott in der Natur, in der sinnlichen Welt erschien. Und das faszinierte Goethe so, dass er sich nun auch
öffnete der strengen, dem strengen islamischen Monotheismus und in seiner unorthodoxen Sinnenfreude, wie es eben zum Beispiel Hafiz verkörpert, der eben der Islam, der einen sehr strikten Monotheismus kennt. Hafiz, der Sänger des Rausches, des Weines, der Liebe, der körperlichen Liebe, die kosmische Züge annimmt, die bis in den Himmel ragt, in das Sternenzelt zu Gott, der die mystische Vereinigung von Gott und Mensch auch in der irdischen Liebesekstase preist. Das war etwas, was Hafiz, dem Alten, was Goethe, dem alten Mann gefiel. Hafiz' Lektüre habe ihm, Zitat, eine wiederholte Pubertät gebracht. Das Gefühl körperlicher und geistiger Verjüngung, das Wiederaufleben der schöpferischen Kräfte, zumal nun eben auch die Begegnung mit der 35 Jahre jüngeren, intelligenten und schönen Frau Marianne kam. So schreibt er. So sollst du, munterer Greis, dich nicht betrüben, sind gleich die Haare weiß, doch wirst du lieben. Hafiz schien Goethe geistesverwandt zu sein, wobei Goethes westöstliche Divan-Gedichte vollkommen anders sind als die Gedichte von Hafiz. Ich will nachher noch kurz darauf eingehen. Sie sind sehr viel weiser, sehr viel vernünftiger und nicht so trunken, irrational, wie die Gedichte von Hafiz. Das merkt man schon an folgendem Zitat. Goethe: Der höchste Charakter orientalischer Dichtkunst ist, was wir deutschen Geist nennen, das Vorwaltende des oberen Leitenden. Der Geist gehört vorzüglich dem Alter und einer alternden Weltepoche, Übersicht des Weltwesens, Ironie, freien Gebrauch der Talente finden wir in allen Dichtern des Orients. Für Goethe war diese Verschmelzung von Geist und Leidenschaft, von dem einen Gott mit seiner Schöpfung, das, was den Orient ausmachte und was seinen eigenen Altersstil ausmachte, seine Literatur und das, was eben auch die Religion, den Islam ausmachte. Er schrieb am 2. Mai 1820, diese mohammedanische Religion, Mythologie, Sitte geben Raum einer Presse, wie sie meinen Jahren ziemt. Unbedingtes Ergeben in den Willen Gottes, heiterer Überblick des beweglichen, immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erdetreibens, Liebe, Neigung, zwischen zwei Welten schwebend, alles Reale geläutert, sich symbolisch auflösend. Das Gedicht aus dem Buch Sulaika zeigt das wunderbar. Es ist betitelt mit dem Namen eines Baumes, Ginkgo Biloba. Dieses Baums Blatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Der Ginkgo-Baum, eine Pflanze aus dem Osten, ursprünglich aus China, importiert dann eben auch nach Europa. Seine Blätter sind fächerförmig breit und haben eine starke Kerbe in der Mitte, sind also zweigeteilt, ein Blatt in zwei geteilt. Und nun wird dieses Blatt und dieser Baum zum Symbol für die Verschmelzung von der Einheit mit der Zweiheit, von der Verschmelzung zwischen Ost und West, zwischen Mann und Frau
und dem geheimen Sinn der Verschmelzung zwischen Gott und den Menschen. Das ist auch etwas, was wir eben in der Zeit, in der Philosophie der Zeit Goethes wiederfinden, in der hegelischen Dialektik. Zwei, die eins werden, ein Gegensatz, der sich in Einheit auflöst, aufhebt, das ist die hegelische Dialektik. These, Antithese, die zur Synthese verschmelzen, die wiederum eine neue Einheit und damit These wird, die eine Zweiheit hervorruft. Der Weltgeist, davon spricht Goethe in dem Zitat, das ich vorhin Ihnen vorgestellt habe, einer alternden Weltepoche. Er sieht in den Kulturen des Orient und des Okzident, sieht er zwei geniale Dichter am Werk, der eine in Schiras, der andere in Weimar, die den Weltgeist zur höchsten Vollendung gebracht haben. Zwei geniale Menschen haben zu der Form der vergeistigten Kultur gefunden, wie es der Weltgeist in der hegelischen Philosophie ganz am Ende der Geschichte erfahren wird. Und in diesem Sinne hat Goethe auch den Koran verstanden, in gewisser Hinsicht eben als die zu Wort gewordene Schöpfung, dass ein heiliges Buch so großen Wert auf die Wortschöpfung legt und auf die Schrift, in der die Worte erscheinen, das hat ihn als Dichter fasziniert. Und das prägt ja auch schon den Monolog von Faust im ersten Teil, im Studierzimmer, als Faust sich daran macht, das Neue Testament zu übersetzen und da auf den Satz stößt, im Anfang war das Wort. Und Faust, der nun überlegt, wie er das übersetzen soll, bis er darauf kommt, die richtige Übersetzung lautet, im Anfang war die Tat, also die Schöpfung der Welt durch das Wort. Das hat dem Dichter gut gefallen. Erschienen ist der westöstliche Divan an Goethes 70. Geburtstag am 28. August 1819. Und das ist eine Aussage. Sozusagen im Alter neu geboren zu werden, in dieser Begegnung zwischen Ost und West ein neues Leben zu erfahren. Das hat ihn bewegt und das wollte er ausdrücken. 12 Bücher, der westöstliche Divan, mit 150 Seiten Anmerkungen von Goethe, die zum Verständnis der Gedichte nötig seien, wie er sagt. Darin wird vor allem auch die Behauptung, die These aufgestellt, dass Orient und Okzident nicht mehr zu trennen seien. Das erste Buch, das Buch des Sängers, die Flucht aus den politisch wirren Zeiten in den Osten und das Annehmen einer pseudo-muslimischen Identität, das Annehmen der Identität von Hafiz, wie das zweite Buch lautet. Und darin beschreibt Goethe die Besonderheiten der östlichen Dichtung. Das dritte Buch, das Buch der Liebe, in dem das Allgemeinmenschliche in den Formen der Liebe verhandelt wird, auch der vereinsamte Dichter zu Wort kommt. Dann Buch 4-7, Buch der Betrachtungen, Buch des Unmuts, Buch der Sprache, der Sprüche, Entschuldigung, Buch Timur, in dem es um das, unter anderem um das Verhältnis des Dichters zur Welt geht, um eine Abrechnung mit Neidern, um Weisheitslehren, um eine Parallele zwischen dem Eroberer, auch Persiens, Timur, und dem Eroberer
Europas Napoleon. Dann kommt das Buch Suleika, in dem persönliche Erlebnisse zu Wort kommen, die Liebe zu Marianne. Und in diesem Buch werden die Bilder von Hafiz gewählt. Dort erscheinen der Turban, der Sichelmond, die Zypresse, die Wimpernpfeile, die Lockenschlangen, das Mondgesicht, Bulbul, die Nachtigall und der Wiedehopf Hutthut, der Liebesbote. Hier wird die Spannung beschrieben zwischen Jung und Alt, zwischen einer sehr privaten Liebesbeziehung, die öffentlich wird, auch in den Gedichten. Es entsteht ein Dialog zwischen Suleika und Hatem. Suleika, der Frau des Potiphars, die den Entschuldigung, Josef verführen will, und Hatem, ein durch seine grenzenlose Freigebigkeit sprichwörtlich gewordener Stammeshäuptling aus der früharabischen Zeit. Dann folgt das Schenkenbuch, in dem Hafis Liebe zu einem jungen Mann geschildert wird, und das bekommt bei Goethe dann einen pädagogischen Aspekt. Dann die Bücher 10 bis 12, die religiöse Themen behandeln, das Buch der Parabeln, das Buch des Parsen, das Buch des Paradieses, in dem Goethe auch beschreibt, wie die vor in den Augen der Welt vielleicht schuldig gewordenen Dichter Eingang ins Paradies finden werden, Gnade vor Gott finden werden. Im Jahr 2000 wurde ein Hafiz-Goethe-Denkmal in Weimar enthüllt, anlässlich des Internationalen Jahres des Dialoges der Kultur. Zwei Stuhlskulpturen stehen sich gegenüber aus Granit, auf denen sozusagen die zwei Dichterfürsten stellvertretend Platz nehmen können, stellvertretend für den Orient und den Okzident. Auf einem ist ein Gasel des Hafis geschrieben, auf dem anderen zwei Gedichte von Goethe, die unter anderem eben diese zwei Zeilen kennen. Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Ein Schritt in die richtige Richtung, gerade heute, ein Schritt, den wir uns eigentlich alle wünschen, den man auch nur bewundern kann, dieses Interesse und diese Begeisterung von Goethe für die Dichtkunst des Orients, das ist schon außergewöhnlich und wirklich zu bewundern. Ganz zum Schluss noch ein kleiner persönlicher Kommentar, den mir die Goethe-Fans verzeihen mögen. Ich liebe die Gedichte, diese Gedichte von Goethe nicht so sehr. Ich liebe viele Gedichte von Goethe, aber diese Gedichte aus dem westöstlichen Divan liebe ich nicht so sehr. Die Gedichte von Hafiz dagegen sprechen mich viel mehr an im Vergleich. Sie sind trunken, sie sind ekstatisch, sie sind sehr erotisch, sie sind rauschhaft und sie sind assoziativ, allogisch. Sie bleiben in Andeutungen vieldeutig, sehr stark übertreibend, aber sie vermitteln wirklich den Eindruck des Rausches der Liebe. Goethes Gedichte sprechen über den Rausch der Liebe, so finde ich. Es sind Altersgedichte, abgeklärt, klar. Überall spricht aus ihnen der abendländische Logos, die Vernunft. Es sind weise, wohlüberlegte Worte, die eben auch 150 Seiten Anmerkungen brauchen, um verstanden werden zu können. Aber pubertär, so wie Goethe gemeint hat, sind sie sicher nicht.